Altert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten Sinn und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Sophie Lein? Willi freut sich bestimmt, wenn du ihm hilfst. Morgen. Morgen. Wir gehen rüber in die Nervenklinik. Kommt ihr mit? Sophie fährt nach Ulm. Ich komme gleich nach. Jetzt komm. Im Koffer, Hans. Was? Oben sind noch keine, warte. Ich geh mit. Thank you.
festgenommen. Stehen bleiben, verdammt nochmal! Was ist? Sie sind verhaftet. Das ist ja lächerlich. Nehmen Sie Hatter weg. Sie können sich nicht einfach verhaften. Sie waren die Einzigen dort oben. Mitkommen! Wir waren im psychologischen Institut. Nix! Sie haben Flugblätter dort oben runtergeschmissen. Ist doch lächerlich. Los, lassen Sie ihn los. Ich habe das Papier dort runtergeworfen. So, das wird jetzt angezeigt. Beide mitkommen. Beide mitkommen! Das hat Folgen. Besitzen Sie eine Schreibmaschine? Die im Zimmer meines Bruders gehört unserer Wohnungsgeberin. Sie hat sie uns geliehen, damit mein Bruder etwas tippen kann. Was? Ein Aufsatz über philosophische und theologische Fragen. Nicht dieses Flugblatt hier? Nein. Vielleicht philosophische oder theologische Fragen wie: Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Oder ein Verbrechertum kann keinen deutschen Sieg erringen. Oder das kommende Deutschland kann nur föderalistisch sein. Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses. Das stammt nicht von Hans. Von Ihnen? Nein. Aber Sie glauben an so eine Ordnung der Welt. Ich bin und bleibe unpolitisch. Jedenfalls ist mit der Schreibmaschine aus Ihrer Wohnung laut Schriftvergleich diese Schmähschrift geschrieben worden, die auch Anfang des Monats an zahlreiche Empfänger, unter anderem in Augsburg und München, verschickt wurde. Davon weiß ich nichts. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben. Ja. Und ich bin stolz darauf. Was passiert jetzt mit meinem Bruder und mir? Das hätten Sie sich früher überlegen müssen, Fräulein Scholl. Schämen Sie sich denn nicht, dass Sie Flugblätter hochverräterischen Inhalts in der Universität verbreitet haben? Nein, ich schäme mich nicht. In den Lichthof geworfen, einfach so! Nicht einfach so, sondern um auch noch die letzten Flugblätter... Reden Sie lauter, man kann Sie ja kaum verstehen! Ich wollte auch noch die letzten Flugblätter verbreiten, damit unsere Idee so schnell Idee. Wie möglich... So. Diesen Dreck hier Idee nennen, das sieht Vollidioten ähnlich, aber nicht deutschen Studenten. Wir kämpfen mit dem Wort. Da schreiben Sie doch tatsächlich: Darum trennt euch von dem nationalsozialistischen Untermenschentum. Schauen Sie sich das selber an, da sehen Sie den Untermenschen. Wo haben Sie eigentlich das Papier für diese Pamphlete her? Gekauft und aus der Universität. So, aus der Universität. Heimtückischer Diebstahl von Volksgut. Papier, gerade Papier, das so knapp ist. Das sieht natürlich Hochverrätern ähnlich. Mein Bruder und ich haben versucht, mit den Flugblättern den Menschen die Augen zu öffnen und das furchtbare Blutbad an anderen Völkern und den Juden früher zu beenden, als es ohnehin von den Alliierten beendet wird. Sollen wir denn auf ewig das vor aller Welt ausgestoßene und gehasste Volk sein? Ach, ein Herrenvolk interessiert das nicht. Ihr Herrenvolk, wenn in Wirklichkeit Frieden und dass die Menschenwürde wieder Achtung findet. Es will Gott... Gewissen. Mitgefühl. Ja, was bilden Sie sich denn ein? Der totale Krieg bringt dem deutschen Volk den Sieg. Und es wird aus diesen Stahlgewittern groß und gereinigt hervorgehen. Was wir gesagt und geschrieben haben, das denken ja so viele. Nur wagen Sie nicht, es auszusprechen. Ach, schweigen Sie endlich. Fragen? Ende der Beweisaufnahme abführen.
Fräulein Scholl. Die Sonne scheint noch. Sophia Magdalena Scholl. Der Reichsminister der Justiz hat mit seinem Erlass vom 22.02.1943 beschlossen, von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, sondern der Gerechtigkeit ihren freien Lauf zu lassen. Es ist genau 17 Uhr. Die Verstreckung ist durchzuführen. Lebe die Freiheit!